Olma bedeutet Ostschweizer Landmaschinenausstellung. Aber ich glaube, der durchschnittliche Olma-Besucher, der geht sich nicht eine Milchmaschine oder so anschauen. Der geht ein bisschen trinken. Dieses Jahr ist das erste Mal das Fête du Vigneron am Start. Das heisst Weingenuss auf höchster Ebene. Aber ob sich der durchschnittliche Olma-Besucher überhaupt mit diesen feinen Tropfen auskennt, das wollten wir herausfinden. Darum gehen wir jetzt mal schauen, wie es da so aussieht. Es geht ein bisschen darum, zum herauszufinden, welcher Wein das echt besser ist oder was du dazu denkst. Es sind zwei verschiedene. Ja, ist ein Wein. Da musst du gerade spülen mit dem Bier. Nein. Nussig im Abgang, ja. Okay. Das glaube ich jetzt zwar irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, aber muss man manchmal auch beim Wein trinken, finde ich. Vorher haben wir es eh noch mit den Amateuren probiert. Das bleibt so, ich bin nämlich auch einer. Aber ich habe mir zwei Experten dazu geholt, die mir helfen beim Wein probieren. Cool, Matthias. Zuerst tut man ja ein bisschen schmücken und so tun, als käme ich mir draus. Das ist immer wichtig. Und ein bisschen das Weinglas auch schwenken. Ganz genau. Genau. Das tut einem auch so ein bisschen einen offiziellen Kenner-Anstrich verleihen. Er ist trocken im Abgang und sehr vollmundig. Ich finde es schön, dass du da jetzt so deine Wörter ein bisschen rausgeholt hast, die du mal aufgeschnappt hast, links und rechts. Und das ist aber total daneben. Nein, ist es nicht, aber du kannst nicht so viele Wörter reinbringen, trocken, süß und alles. Sondern wichtig ist für mich als Produzenten mal in erster Linie, dass schmeckt er wie oder schmeckt er nicht. Sehr fein, ja, sehr gerne. Jetzt kommen wir aber zum Rotwein von der Lucia. Da kenne ich mich besser aus. Das ist also wirklich meine Spezialdisziplin. Prost, zum Wohl, Lucian. Das ist ein sehr feiner Wein. Ich würde jetzt den eher einfach zum Essen, vielleicht zum Fleisch dazu essen. Ja, genau. Er hat jetzt nicht so einen vollen Geschmack, würde ich sagen, sondern ist eher etwas zum Begleiten. Habe ich da richtig eingeschätzt? Ja, also er tut sehr gut das Wild, Wildfleisch begleiten zum Beispiel. Es ist doch eher ein kräftiger Rotwein, den man gerne auch trinkt oder zu einem Käse. Ich habe mir jetzt nicht ganz alles merken, aber ich darf auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ich Wein trinke, nicht mehr ganz so viel mit Pseudo-Fachbegriffen um mich werfen, sondern ein bisschen dezenter.